Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einer neuen Folge hier in New World. Heute sehen wir mal zu, dass wir unser Zeltlager Stufe 2 auf Stufe 3 bringen. Wo die Quest ist und wie man das erledigt, das zeige ich euch jetzt. Also legen wir los. Zeltlager Stufe 2 ist ja schon mal ganz nett. Man kann ein bisschen mehr herstellen, ein paar Sachen mehr craften. Und jetzt geht's aber los. Wir brauchen die nächste Stufe so langsam. Und außerdem sieht es deutlich cooler aus. Und Stoffzelt wird das dann. Schauen wir uns das mal jetzt im Detail an. Dazu drücken wir natürlich auch wieder die Taste K. Und schauen dann hier unten bei Stufenbelohnungen, wo ich hier so vorhocke. Da klicken wir einmal rein. Und dann sehen wir hier in der Kategorie 25, Level 25. Da ist es, schalte die Aufgabe animalische Instinkte frei, durch die sich dein Zeltlager um einen Rang verbessert bei Abschluss. Also, Randa, gucken wir mal, wo das ist. Und diesmal habe ich vorher geschaut, das heißt, ich bin auch schon hier unten links in der Ecke in Entermesser Riff und dann gibt es hier irgendwo an der Straße war es, da ist es, animalische Instinkte, das ist die Aufgabe, beziehungsweise das ist der Questgeber, der da steht. Wenn man hier die Straße runtergeht, stehen immer mal wieder so ein paar Leute und ich werde auch gleich auf dem Weg dahin alle Quests schon mal wieder annehmen. Dann hat man sie zumindest schon mal gesichert. Also rennen wir erstmal los. So, und wir kommen so langsam hier an. Da vorne steht da schon der Dude. Und dann gucken wir, was der Tosch denn so für uns hat. Genau, so, Dude und Dad. Ich glaube, ich weiß schon, was du damit sagen willst. Bla bla bla. Ich möchte die Wildkatzen und Alligatoren dieser Region gerne studieren, wenn du mir ein paar Schuppen und Klauen bringen kannst. Alles klar. Das Ganze bringt wieder schön XP, 1460 XP, 75 Gold und auch noch ein bisschen Ruf und Azot dazu. Also, nehmen wir gerne an und schauen mal eben auf der Map, wo das jetzt hier markiert ist. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also, hier haben wir die Quest Animalische Instinkte Stufe 28. Das heißt, wenn ihr hier, ja, gerade mit 25, 26 hier hinrennt, dann könnte das schon ein bisschen knackig werden. Ich hefte das mal eben an. Und dann haben wir das jetzt hier markiert. Und zwar jeweils hier in dem Sumpfgebiet. Hier sind tendenziell eher die Alligatoren. Hier war ich vorhin im Stream auch schon unterwegs und hier vorne werden wir dann die Katzen finden. Also markieren wir mal eben und dann rennen wir dahin. Und hier geht es auch schon los. Guck mal da, ich bin noch gar nicht richtig da gewesen. Und schon rennt mir die erste Katze hier über den Weg. Sehr schön. Ach, sehr gut. Das Schöne an den Katzen und den Pumas ist ja, dass sie relativ, naja, nicht so ganz agil sind, sagen wir es mal so. Die machen keine großen Sprünge oder sowas. Und zack, man kann sie recht schnell auf Entfernung eben auch platt machen. So, ich kürschne die nochmal eben schnell alle mit. Da haben wir auch noch ein Auge bekommen, sehr schön. Und dann suchen wir uns hier die Katzen zusammen. Natürlich auch gerne mit Frost, das geht natürlich auch immer sehr schön. Es kam letztens noch die Frage auf, wie ich meine Skillpunkte verteilt habe. Wir können ja mal eben kurz reinschauen. Ich nutze ja hauptsächlich eben den Lebensstab als Heiler und nebenbei eben Frost. Und ja, die Talente sind halt so verteilt, beziehungsweise das meiste kommt eben hier durch die Rüstung. Sämtliche Punkte sind komplett eben auf Konzentration. Und bei den Waffen ist es so, dass ich den Lebensstab zurzeit so spiele. Mal gucken. Also ich bin im Moment noch ganz zufrieden damit. Deswegen habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt, weil es einfach sehr gut funktioniert. Gerade halt
Gruppenheal, der Gruppenheal hier, dieser Heal, beziehungsweise dann hier ist nochmal der Gruppenheal. Also das sind so die, ja, komplett die Gruppenheals. Den Single Heal habe ich alles gar nicht drauf, viel zu anstrengend. Immer schön rein in die Gruppe, kriegen eben meistens mehrere gleichzeitig den Schaden. Ja, und Eisstulpen spiele ich komplett nur mit dem Eissturm. Das heißt, ich habe hier die ersten Punkte drinne, beziehungsweise hier war der, oder war hier? Ich glaube, hier war der erste Punkt drin auf Entfernung. Dann hier reingegangen in den Eissturm sofort. Und dann Stück für Stück hier weiter durchgeskillt. Ja, ab Stufe 12 kann man dann auch den letzten, den ultimativen Abkühlung hier skillen. Haut auch nochmal richtig rein. So wie ich das jetzt hier spiele, ist das halt ideal, um schön Massenpuls zu machen. Kommen wir höchstwahrscheinlich gleich bei den Alligatoren eh nochmal zu. Also gehen wir mal durch jetzt hier, suchen uns nochmal die letzten paar Katzen. Da oben rennt schon wieder eine. Hier rennt auch noch eine. Da ist auch nochmal eine. Wo war die denn jetzt? Da hinten. Kriegen wir die alle gleichzeitig? Müssen wir die nochmal aktivieren hier und die hauen wir auch nochmal an. Oh, keine Katzen. Okay. Sehr schön. So. Dann frosten wir sie mal eben weg, aber ihr seht hier, durch den Eissturm, mega, haut halt richtig gut rein, der Schaden. So, zack, auch erledigt. Wahnsinn. So, das waren jetzt auch schon gerade die Katzen und jetzt geht's weiter zu den Alligatoren. Mal eben hier die Markierung setzen und dann rein in den Sumpf. Mächtig die Viecher. Auch da am besten auf Fernkampf. Also deutlich entspannter. Oder halt immer schön mit Ausweichen. Und versuchen, dass man beim Alligator schön an der Seite steht. Weder vom Schwanz halt getroffen werden kann. Noch, da vorne ist schon einer. Noch, dass man halt vorne irgendwie weggesnackt wird von ihm. So, und jetzt schön draufhauen. Das ist eben das Gute hier auf Entfernung. Achtung! Ja, oh. Da kam das ausweichen zu spät. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen frosten gleich. Und dann ist er auch schon schnell platt. Sehr gut, ey. Ja, die sind schon mächtig. Die hauen aber auch schon echt gut rein, ey. Fette Alligatoren wegballern, macht richtig Bock. Bringt auch ordentlich Points, gerade fürs Kürschnern und so. Das geht immer. Guck mal, da hinten ist wieder einer. Das geht immer echt ganz gut. Da drüben. Ist da auch noch einer? Da ist auch noch einer. Dann machen wir erstmal den hier. Ein bisschen anlocken. Ich brauche ein bisschen mehr Platz hier. So, sofort Frost drauf, wenn er hier so steht. Da ist er schon wieder rausgekommen. Und jetzt hier von der Seite halt, ne? Schön drauf. Zack, wieder ausweichen. Man schafft das halt irgendwie gar nicht, eigentlich hart zu treffen. Und der weiß komplett nur auf Frost ohne Heal. Funktioniert eben auch. So, damit ist er auch erledigt. Und dann haben wir hier drüben noch einen. Auch hier wieder schön anlocken, wenn er gesprungen ist. Zack. Oha, jetzt hat er mich noch gekickt. Aber dann machen wir erstmal hier den Frost. Den wechseln auf Heal. So. Geil, es ist einfach zu wild. Bäm. Es ist
ist einfach zu wild, ey. Mega gut, ey. Krass, ey. So. Und da haben wir noch einen da hinten. Kommen wir da dran. Na, ich würde sagen, gehen wir mal eben rüber. Ausweichen. Und dann kriegt man den auch ganz entspannt platt und sogar noch Level abgemacht. Sehr, sehr geil. So, das war der dritte. Jetzt brauchen wir noch einen Alligator. Und dann haben wir es erledigt. Da ist doch einer. Und da kommt noch ein Zombie hinter mir her. Und sogar zwei. Okay. Oha. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Direkt auf Heal gehen für den Notfall. Siehste. So, erster Zombie ist platt. Und dann halt immer die kleineren als erstes. Die sind halt schneller platt. Aber auch platt. Siehste. So. Da geht das doch. Alter. So. Damit haben wir's. Das war der letzte. Also, gucken wir mal eben auf der Map. Wo geht's wieder zurück? Wo geht's hin? So, und dann kommen wir so langsam da oben an. Da steht ja auch schon der Lümmel. Und dann gucken wir mal eben, was er denn jetzt für uns so hat. Stell dir eine Armee aus Alligatoren vor. Ja, genau. Also, was haben wir als nächstes? Belohnung für den Abschluss. Da haben wir es, das Zeltlager Nummer 3. Schließe es ab. Sehr gut. Und dann gibt es hier sogar auch noch die nächste Aufgabe. Aber die können wir dann natürlich auch ein andermal noch machen, die nächste Aufgabe. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon. Gucken wir uns das mal eben kurz an, hier das Zeltlager. Wir brauchen ein bisschen was an Holz. So, und man braucht natürlich auch immer noch ein bisschen Feuerstein. Und dann platzieren wir das schmucke Gerät einfach mal hier irgendwo in der Pampas. So, kriegen wir das hier so hin. Zack. Oh, jetzt brauchen wir sogar 10 Holz und 2 Feuerstein. Also, es ist ein bisschen mehr geworden. Aber ihr seht, das ist jetzt mal ein richtiges Zeltlager. Das kann sich doch sehen lassen. Richtig schön mit allem drum und dran. Sehr gut. So wollen wir das. Das neue Zeltlager, so muss das sein. Also, ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Wenn ja, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.